Hallo liebe Pilzfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Pilze kurz erklärt hier auf Paules Naturkanal. Und heute soll sich alles um diesen wunderhübschen Burschen hier drehen, den Sommersteinpilz. Ja, einer der Steinpilzsorten, einer der bekanntesten. Und den werde ich euch jetzt mal ein bisschen genauer vorstellen. Ja, wir beginnen mal mit dem Geruch des Pilzes. Also der Geruch ist sehr angenehm. Ja, nussig, mild, ja, vielleicht leicht ein bisschen waldig, erdig, aber nicht unangenehm. Also hier riecht nichts irgendwie chemisch oder extrem scharf. Ein ganz angenehmer Pilzgeruch. Genauso wie der Geschmack des Pilzes, ja, sehr mild, sehr pilzig. Also wie beim Fichtensteinpilz, der Fichtensteinpilz ist ja eigentlich so der bekannteste Steinpilz. Aber der Sommersteinpilz hier, der steht also dem Fichtensteinpilz im Geschmack um nichts nach. Ja, man könnte den Pilz sogar roh verspeisen, davon würde ich aber abraten, also bei allen Pilzen, die man auch theoretisch roh verspeisen könnte, ich sage immer, die Pilze trotzdem gut durchkochen oder durchbraten. Ja, wir machen mal weiter mit dem Stiel vom Sommersteinpilz, also der Stiel, der ist im Gegensatz zum Fichtensteinpilz hier dunkler, also so Brauntöne sind hier mit drin. Jetzt versuche ich mal, ob man erkennen kann, er hat anfangs, weil der Pilz hier jetzt noch relativ jung ist, ein weißes Stielnetz. Schauen wir mal, ob wir das hier ein bisschen ins Licht kriegen. Ja, ich glaube hier oben, jetzt kann man es glaube ich ganz gut erkennen. Hier. Das weiße Stielnetz. Das im Alter dann auch bräunt. Ja? Also hier unten wird es schon ein bisschen dunkler. Also der Stiel hält sich generell etwas dunkler. Ja? So Mokka-Farben, so Cremefarben im Vergleich zum Fichtensteinpilz. Das Fleisch im Stiel, ich schneide hier mal ein Stück an, ist immer ganz hell und weiß. Ja, man sieht jetzt, der Pilz könnte vielleicht sogar leicht vermadet sein. Ich mache nachher sowieso mal noch einen Längsschnitt, dann sieht man das. Aber das Fleisch ist sehr hell. Also hier läuft nichts blau an oder rot oder so irgendwie beim Anschneiden, wie beim Hexenröhrling zum Beispiel. Ein ganz helles Fleisch kann auch manchmal ein bisschen so ins Strohgelbe reingehen, aber keine also keine extremen Verfärbungen auf jeden Fall. Wie gesagt, jetzt mache ich mal einen schnellen Längsschnitt. Schauen wir mal, ob der Bursche madig ist. Oder bloß etwas zumindest. Weil die Pilze, also gerade die Sommersteinpilze, die neigen etwas dazu, stärker zu vermaden. Ja, hier unten sieht man es jetzt. Also hier unten sind ein paar Madengänge drin. Ja. Deshalb sind hier auch ein paar Verfärbungen drin. Hier oben, wo weniger Madenbefall ist, da sieht man also, dass das Fleisch ganz weiß ist. Genauso im Hut, das Fleisch sehr hell, sehr weiß, und im Gegensatz zum Fichtensteinpilz gibt es hier also keine Rotverfärbung zwischen der Huthaut und den Röhren. Also beim Fichtensteinpilz verfärbt sich das hier so rötlich-braun, das haben wir beim Sommersteinpilz nicht. Ja, wie eben schon erwähnt, der Pilz hat also Röhren, ich versuche hier mal näher ranzugehen, ja, einen Schwamm, der ähnlich wie beim Fichtensteinpilz erst weiß ist, sehr hell, ja, sich dann so gelblich verfärbt und im hohen Alter so bis ins Olive reingeht. Genauso auch die Sporenpulverfarbe, die dann so olivgrün ist. Zum Vorkommen beim Sommersteinpilz, ja, es ist etwas anders wie beim klassischen Fichtensteinpilz, der, wie der Name ja schon sagt, meist unter Fichten wächst, wächst dieser Pilz eben oft in Laub- und Mischwäldern, zum Beispiel gerne unter Eichen und Buchen. Ja, den Burschen hier, den habe ich zum Beispiel unter einer schönen großen Eiche entdeckt. Den Hut haben wir jetzt noch ganz vergessen. Genau, zur Hutfarbe komme ich natürlich auch noch. Der Hut ist also auch, wie der Stiel, eher in etwas so Beige-Tönen gehalten. Ja, es kann sogar manchmal leicht so ein bisschen ins Rötliche reingehen, so ins Rostrote, Nussbraun, ja, also oder Latte Macchiato-Farben, sage ich immer gern dazu. Einfach so ein, ja, so ein Cremefarben, so ein Ockerfarben, ja. Und man sieht auch, im Gegensatz zum Fichtensteinpilz, dass der Hut oft so ein bisschen leicht rissig ist. Ich glaube, hier kann man es ganz gut erkennen. Und immer etwas filzig, ja. Also so filzig aussieht und auch, ja, nicht so extrem schleimt jetzt zum Beispiel, sondern immer so ein bisschen trocken anmutet, ja. Ja gut, ich denke mal, vor allem für die Anfänger waren das jetzt hier vielleicht so die wichtigsten Merkmale vom Sommersteinpilz. Zur Jahreszeit noch, wo dieser Pilz vorkommt, also es ist einer der Steinpilze, die am frühesten eigentlich bei uns in Erscheinung treten, oft schon ab April, ja, gehen aber dann wie andere Steinpilzsorten auch rein bis in den Sommer, beziehungsweise Spätsommer oder Herbst.
Also je nach Höhe auch bei uns, ich bin ja so ab 900 Meter mit dem Sammeln unterwegs, kommen die Burschen teilweise erst so ab ja, Mitte Juli, während in Flachlandregionen das schon also Mitte April, Ende April anfangen kann mit dem Wachstum. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können über den Sommersteinpilz. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, wisst ihr ja, sucht bitte einen Pilzberater oder eine Pilzberatungsstelle auf. Nehmt die Pilze mit, lasst sie euch von einem Fachmann richtig erklären. Aber für Anfänger ist es vielleicht ganz gut, mit solchen Pilzen anzufangen. Ja, es ist nicht ganz so schwer, die zu unterscheiden. Genau, und zu den Unterscheidungsmerkmalen, dass es mir nur einfällt. Verwechslungspartner sind natürlich andere Steinpilze. Und wie auch bei allen oder fast allen Steinpilzen, der Gallenröhrling fällt mir jetzt hier ein als ungenießbarer Pilz. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, das werde ich hier nur verlinken, dass ihr wisst, wie der Gallenröhrling aussieht. Der sollte nicht mit in die Pfanne wandern. Ja, der Maronenröhrling fällt mir jetzt vielleicht spontan noch ein, wäre aber natürlich auch ein Speisepilz. Also, vielleicht beschäftigt ihr euch ein bisschen mit diesem schönen Pilz und ich wünsche euch natürlich alles Gute, viel Glück, dass ihr die Burschen auch mal findet. Ein sehr wohlschmeckender Speisepilz. Falls ich euch weiterhelfen konnte, falls ihr das Video als Information hilfreich fandet, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich sehr. Ansonsten sage ich, man sieht sich und bis bald in einem meiner nächsten Videos. Ciao, tschüss, euer Paule.